Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine, Part Nummer 10. Ja, im letzten Part haben wir jede Menge blaue Münzen gesammelt, also das war ja schon fast nicht mehr feierlich. Aber umso weniger müssen wir später machen. Und ja, wir sind hier in der Dimension. Das da vorne hat so ein bisschen was von einem, in Space Invader. Ja, und hier müssen wir aufpassen, weil diese Sandplattformen, die werden klein. Also wir müssen da wirklich die ganze Zeit in Bewegung bleiben. So, und ja, die werden natürlich auch immer kleiner. Eieiei. Eigentlich ist es, an sich ist es ja leicht, weil, weil wir nicht viel falsch machen können, außer dass wir runterfallen halt. Aber hier wird es halt nochmal interessant. Wie man auch gesehen hat, war es gar nicht lange. Ich weiß immer noch nicht, ob das irgendwas bringt, dass man diese Dinger da reinstampft. Ich hatte immer so den Gedanken, dass da vielleicht, ach, da ist eine Münze drin, okay. Wäre natürlich lustig, wenn man hier den 100 Münzen-Insigne bekommen würde. Ja, muss man sich natürlich überlegen, was für einen Weg man geht. Man muss natürlich so ein bisschen ausnutzen, dass man auf diese orangenen Plattformen kommen kann. So, Achtung. Na hoch. So, einmal hier, bin ich sicher, okay. Wo ist die Insigne? Das möchte ich jetzt erstmal genau abchecken. Okay, hier oben, alles klar. Ich glaube, die spawnen sogar wieder nach, aber ich möchte es nicht ausprobieren. Na, komm. Ach ja, Leute, wisst ihr was? Ich bin erleichtert, weil das hier beim ersten Versuch geklappt hat. Ach ja, ich kann auch was mit dem ersten Versuch schaffen. Aber ja, gut, ich habe das wirklich schwere Erinnerungen gehabt. Es kann natürlich auch sein, dass da mehrere kommen werden. Also, dass da noch andere Dimensionen waren, die solche Sandblöcke hatten. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ja. Dieses hässliche Boot. Ach ja. Ja, ich hole es schon ab später, wenn ich Zeit habe. Lass mich doch hier erstmal weiter meine Insignien sammeln. So, was haben wir jetzt? Spiegelspiele. Ach ja, genau. Da weiß ich schon, was zu tun ist. Ja, da oben hockt ein grüner Wiggler. Alarm, Alarm! Siehst du auf der Spitze des Turms? Sieh auf der Spitze des Turms. Ja, da sitzt ein Wiggler. Und die spielen mit den Spiegeln. Die scheinen nicht genau auf dieses Teil, sondern sonst hin. Ein komisches Vieh hat es sich dort gemütlich gemacht. Das könnte für das Ei des legendären Sandvogels gefährlich sein. Oh ja, der Sandvogel, das wird natürlich auch noch lustig. Ach ja. Ah, ganz viele Münzen. Ich bin immer noch überlegen, bei welchem Level ich hier die Münzen sammle. Also bei welchem Sieg, ne? Also das will ich haben. Nicht durch den Tisch glitschen. Oder soll ich jetzt schon die gelben Münzen sammeln? Die gelben, stimmt. Sind ja die gelben. Nee, ich glaube, das macht erst Sinn, wenn ich die Düse habe, damit ich auch die da oben sammeln kann, ja. Das macht erst später Sinn. Also so, am besten sollte man sich echt sagen, dass man sich das immer so zum Schluss aufhebt. Das mit den 100 Münzen. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Weil ich bin doch recht weit oben. Na, komm. Na, da guckt da der Typ. Nein, es geht doch um die Wand. Manchmal. Gut, dann geht erstmal an diese Zwischenstelle hier. Ja, genau. Ja, hier könnte man wirklich gut Münzen sammeln. Aber ja, ich glaube, das macht nicht viel Sinn, wenn ich mich nicht hoch spritzen lassen kann. Ja. Ach ja, genau. Wir müssen die. Stimmt. Also, ich habe erst nur den Gedanken gehabt, dass wir die ja hier abspritzen müssen. Aber wir müssen die wirklich an den Rand spritzen. Und. Ach verdammt, ich renne die ganze Zeit in den Gegner rein. Und wenn die dann am Rand sind, dann können wir sie wegkicken. Ja, es ist aus dem Gleichgewicht, das ist deine Chance. Ja, dann sollte es vielleicht auch mal wegfliegen. Na? Haut ab. Ich glaube, ich sollte beide abspritzen, dann macht das mehr Sinn. Ach, das war jetzt zu langsam, glaube ich. Na? Komm, flieg weg.
Geht doch. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht hier drauf gehe. Ist auch schön, wie wir im Spiegel den Wegler sehen. Muss mir dann auch gleich mal hier ein paar... Das gibt's nicht. Muss echt an den Rand. Ich glaube, ich habe das Game einfach nur unterschätzt, dass es halt doch schwerer ist, als ich dachte. Also ich meine, gut, mir war schon klar, dass es schwer ist, aber... Jetzt endlich weg. Gut, der richtet sich ganz gemischt aus. Wo ist denn Mario hin? Ich stand da noch eben drauf. Ja, es leuchtet mal kurz auf. Okay, wir können uns hier zumindest gut heilen. Schnapp, 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 schnapp. Sehr gut. Da unten ist das Einzelne. Okay, das gehen wir auch mal schnell hin. Nicht die Plattform verschieben. Runter mit dir. Ja, wenn es natürlich nur einer ist, ist es natürlich einfacher. So, auch erledigt. Da hinten die drei wäre noch interessant. Das Lustige ist ja, mit dem, also wenn wir das gemacht haben, dann triggern wir zwei weitere Sachen. Ich muss da hinten hoch. Na, ihr hört auf, mit dem Spiegel zu spielen. Das ist nicht gut. wie sie es anhört, wenn die da so rumstapfen. Na, ihr. Dann spritzen wir euch mal runter hier. Haust ab. Das wird auf jeden Fall lustig mit den dreien. Na, einer ist schon mal weg, okay. Aber zum Glück ist auch der Spiegel so groß, damit wir mehr Lauffläche haben. Na ihr? So nicht, dränge es zum Rand und stampfe auf der anderen Seite. Ja, so hätten wir es dann auch herausfinden können. Na komm. Ich habe gleich kein Wasser mehr. Uiuiui, was war das denn eben? Eben hat die Kamera so extrem gewackelt. Ich glaube, ich muss mir gleich mal Wasser holen. Na du, komm mal her. Na, reicht das noch vom Wasser her? Na, hopp. Geht doch. Sehr schön. Und da wird das Ei wieder beleuchtet. Na, Wickler, ich glaube, dir geht's nicht mehr so gut. Einfach mal auseinandergefallen. Eieiei. Aber wir wissen ja, dass Wickler aus mehreren Teilen besteht. Und da fliegt es direkt zur... Ja, zur Stelle, wo die... Ja, wo die Sandburg war. Und... hol ihn mir. Sehr schön. Endlich klappen auch mal wieder Sachen, dass man nicht 100.000 Mal failt. Aber das ist halt, wie gesagt, das war halt gleich diese eine Map, bei der man halt so leicht, ja, runterfallen kann, failen kann. Ja gut, hier kann man auch failen. Ich wäre ja beinahe draufgegangen, weil ich 25 Mal in den Gegner reingelaufen bin, aber... Eieiei. Das ist alles eine Frage der Gewohnheit. Man sollte halt wirklich... Ich muss jetzt sagen, ich habe immer so ein bis zwei Wochen Pause. Na, Toad, jetzt rennst du nicht mehr rum, sondern läuft ganz normal, oder was? Furchtbar schrecklich, ja. Ja, Mario hat andere Sachen zu tun. Du kannst ja selber mal loslaufen und sie retten. Was soll ich eigentlich sagen? Achso, ja, ich habe immer ein bis zwei Wochen Pause. Wilder Widerstand. Oh ja, das macht Spaß. Ja, ein bis zwei Wochen Pause zwischendrin, weil ich halt die Parts mehr oder weniger im Voraus aufnehme. Also immer so 3, 4, 5 Parts am Tag. Und, ja. Dafür habe ich halt 3 verschiedene Let's Plays, eigentlich 4 verschiedene. Auch mit Nintendo Badger Kate. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, wenn man dann halt zwischendrin mal wieder was anderes spielt. Dass man dann halt rauskommt auch wieder. Ja, und ihn müssen wir hier jetzt ja, umwerfen mit diesen Sanddünen. Damit wir seine Schwachstelle treffen können. Ja, und der wird halt auch immer schneller. So, das ist er umgefallen. Da wird uns auch angezeigt, an welcher Stelle wir ihn treffen müssen. Na, wo ist die Stelle? Ach, ganz hinten. Alles klar. Ja, und er wird halt, wie gesagt, immer schneller. Dreh dann irgendwann mal durch. Die Musik wird dann, glaube ich, auch immer schneller. Muss mal gucken, wo er drunter läuft. Wobei, das hat gut geklappt.
zwar sehr gut geklappt. Na, komm. Stampf. Also so schnell habe ich ihn, glaube ich, noch nicht besiegt. Nie, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, jetzt läuft er ganz anderer, einen ganz anderen Weg. Also jetzt kann ich mir, glaube ich, mal beobachten, weil der wird jetzt, glaube ich, auch den Berg hochlaufen. Jetzt dreht er nämlich richtig am Rad. Mal im Wasser rumlaufen. Na du? Ja, der läuft jetzt erstmal hier sonst wo lang. Also bei mir ist er auch mal im Berg hochgelaufen die ganze Zeit. Na gut, dann halt nicht, dann werfe ich halt trotzdem wieder um. Aber ich glaube, der läuft da gar nicht mehr lang, ne. Muss mal eine andere Stelle suchen. Ach ja, stimmt, der läuft dann ins Wasser. Weil war wirklich so, dass er auch mal da oben rumgelaufen ist, irgendwie. Dann halt nicht. Achtung. Ja, hier müssen wir hin. Ja, dann komm her. Ich warte auf dich. Ach ja, die Musik ist auf jeden Fall geil. Also wir müssen ihn nicht direkt treffen, sondern muss da einfach reinlaufen. Warte mal, wenn er so im Wasser ist, wie soll ich ihn denn dann stampfen? Das klappt doch nicht. Hallo? Das war nicht so gut. Ja, gut. So viel zum Thema. Ich muss erstmal aus dem Wasser wieder raus. Ja, das bringt scheint nicht zu bringen, weil, wie gesagt, dann läuft er im Wasser lang. Gibt es ja noch eine Stelle? Ich glaube, die kann ich auch gut nutzen, vielleicht. Oder? Läuft er da lang? Nee. Nee, wir müssen den von da aus treffen. Ich habe das noch nie erlebt, dass der da komplett im Wasser drin war dann. Hm. Oder meine Erinnerung drückt mich. Kann natürlich auch sein. Ach ja, schön Geduld haben. Na du, was sagst du eigentlich hier? Wow, nicht hier entlang. Tja, tut mir leid. Ist er wieder getroffen worden, aber... Okay, ist er weiter hinten getroffen worden. Das kann ich noch besser treffen. Das andere war ja einmal direkt im Wasser. Und besiegt. Ja, der hat nur aus Sand bestanden. Einfach mal geschmolzen. Ja gut, es war glaube ich Pech, dass man die vorderste Stelle treffen musste und die unter Wasser war. Na gut. Bin ich mit zufrieden trotzdem. Und einsammeln. Sehr schön. Immerhin geht es diesen Part gut voran, muss ich sagen. Nicht so wie die letzten Parts, das war ja furchtbar. Kannst du mal fortfahren? Ach ja. Man muss halt immer wieder sagen, solche Mario-Spiele sind halt schön zum Entdecken aufgebaut. Weil es wäre ja eigentlich zu einfach und auch ein bisschen zu langweilig, wenn man alles vorgekaut bekommt. So kriegt man halt eine kurze Beschreibung, was man machen muss. Und dann ja, muss man das entweder machen oder muss dann halt, was die blauen Münzen angeht, auch suchen. Die Geburt des Sandvogels. Ich glaube, das wird die letzte Insigne sein für diesen Part, weil das ist nicht so leicht. Weil das hat auch wieder was mit roten Münzen zu tun. Ach ja, die Viecher sind auch wieder am Strand, alles klar. Ich gehe da mal schnurstracks hin, aber ich hole mir vorher nochmal mein Leben. Was steht denn hier eigentlich? Surf Cabana, heute Ruhetag. Na gut. Ist nicht jeden Tag hier Ruhetag irgendwie? Na, bleib da. Jetzt läuft's mir. Nein! Bleibst du da? Und eingesammelt. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt immer hier ganz gemütlich nach oben. Jetzt ist auch die Pflanze da. Ich weiß gar nicht, warum die mal da ist und mal nicht. Upsala, falscher Knopf. Ja, mal kurz bewässern, dass hier die Treppe nach oben kommt. Ganz gemütlich. So, jetzt müssen wir ja da oben reinrutschen. Ja, alles klar. Wieder interessant, dass hier auch wieder ganz viele Münzen rumliegen. Da könnte man auch schon wieder fast sammeln gehen. Na ihr? Habt ihr Spaß? Ich möchte auf dem Plattform hier runterrutschen. Ich glaube, dass ich von dort direkt in das Loch springen kann. Ja, gibt uns zumindest auch mal den Tipp, was wir machen müssen.
Was meint sie? Dieses Kind spricht davon, in dieses Loch zu springen. Es ist doch gefährlich, gar unmöglich. Wie? Du kannst das? Ja, ich werde es mal probieren. Na? Du musst wissen, dass ich ein sehr wildes Kind war. Dennoch schreie ich die Kinder an, leiser zu sein. Na gut. Den Weg mit dem komischen Sand hinabrutschen ist spaßig. Aber hier zu sitzen bei diesem Ausblick macht auch Spaß. Ja, gut, kann ich sagen, ja, hat er recht. Und springen und rein hier. Ja, und das, man kann es quasi wie so eine Dimension sehen. Nur halt auf einem riesigen Sandvogel, der aus Blöcken besteht. Ja, und hier müssen wir die roten Münzen sammeln. Sieht an sich nicht so schwierig aus. Aber, ja, wie man hier sieht, wenn ich springe, der Vogel bewegt sich halt mit. Und wir können halt sehr leicht runterrutschen. Und er dreht sich auch. Oh, und ich sehe auch, hier gibt es sogar blaue Münzen. Das ist ja noch krasser. Eieiei, also muss ich das dann ein paar Mal machen, wenn ich dann gucken will, dass ich auch hier die ganzen blauen Münzen sammle. Ui, nicht runterfallen. Verdammt. Ich muss gerade überlegen, wenn er sich dann dreht. Zwei Münzen fehlen mir noch. Er ist ganz hinten, okay. Wie war das nochmal, wenn er sich dreht? Kann ich mich dann hier hinstellen nochmal? Ja, oder? War das so? Weil ich meine, ich habe mir ja keine Zeit jetzt eigentlich alle. Also, ich habe mir eher gesagt Zeit. Ganz gemütlich. Ja, genauso konnte man sich ja schön hinstellen. Wobei ich mich natürlich frage, wo ist die letzte rote Münze? Ist sie dann oben, oder? Weil der fliegt hier einmal drumrum und dann... Achtung. Ja, und dann müsste der eigentlich wieder... das sein. Also, müsste ja die letzte Münze irgendwo oben sein. Wäre ja nicht runterfallen. Es kann sogar sein, dass sie sogar nochmal dreht. Na, kriege ich die? Ah, Mist. Ey, es wird auf jeden Fall lustig, wenn ich hier noch die blauen Münzen sammeln möchte. Ach ja, da ist er. Alles klar. Dann holen wir die mal eben. Also ich möchte zumindest erstmal das mit dem Sandvogel hier geschafft haben, weil es ist... Ja, ich bin überrascht, dass es beim ersten Versuch geklappt hat. Aber da müssen wir auf jeden Fall bestimmt noch rumfliegen. Warte mal, hier ist eine blaue Münze. Ja, ich glaube, der hat sich dann nochmal gedreht, oder? Ja, aber auf die andere Seite. Also wir hätten auf jeden Fall genug Zeit gehabt, aber... Ja. Da muss ich mir auf jeden Fall merken, dass da blaue Münzen sind. Eieiei. Also ich glaube, ich bin später garantiert froh, wenn ich dann nach... was sagen die Zeit? Ei, die Zeit sagt eigentlich, wir haben noch ein bisschen. Was mache ich denn? Wisst ihr was? Ich gehe die letzte Zeit nochmal... Nee. Was mache ich denn? Ich gucke einfach mal, was für einen Stern wir machen müssen. Insignie, nicht Stern. Ich lerne es nie. Ich wollte eigentlich eben noch sagen, vielleicht können wir noch ein paar blaue Münzen sammeln, dass wir, zumindest noch ein bisschen was machen in der Zeit. Aber, vielleicht ist es ja auch nicht so schwer. Palmanto Sandsprint. Ach, wir haben ein kleines Rennen. Das sollte eigentlich noch reichen von der Zeit her. Stopp vom Strand aus bis ganz nach oben. Ja, genau. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Mario 64 mit dem Koopa. Ja, es sind da nur rote Typen. Guckt euch das mal an. Stellt euch mal vor, die hätten alle blaue Münzen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, einfach nur. Die müssen eigentlich einfach nur ganz normale rote Münzen geben. Ja, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt rot sind, aber okay. Ja, okay, dann will ich mit uns rennen und dann müssen wir schnell sein. Alles klar. Ja. Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Einfach so. Ohne dass ich was dagegen sagen kann. Ja. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig und los. Ja, dann lass mich mal laufen. Ach, verdammt. Ob das so intelligent war, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, der Weg ist eigentlich auch nicht so weit, aber ja. Na? Oh Mist. Ich glaube, das war nicht so, so gut, sage ich mal. Aber ich glaube, das sollte noch reichen. Go, 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 go. Na? Ja, das hat doch gepasst. Einfach mal Mario in den Schatten versteckt. Wir sind Mario Morgana, nur so zur Info. Puh, Schnauf, wie... Du bist nicht schlecht.
Und auch recht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und tschüssikowski. Ja, du bleibst doch da stehen, oder nicht? Ach ja. Ja, das war doch eine sehr gute Möglichkeit, den Part zu beenden, ja. Dann sammeln wir uns hier schön unsere Insignien ein. Sehr schön. Generell ist die Welt einfacher als die andere, habe ich so das Gefühl, obwohl es eigentlich die dritte ist. Ja gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zusehen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.